Einen wunderschönen guten Tag zurück bei The Order und auch schon zu Part 10. Ja, neulich sind wir ja mit unserer Laterne und der jungen Dame wieder runter in die, ja, U-Bahn-Tunnel von London. Und da haben wir gesehen, dass da wieder ordentlich Metzelei passiert sind, Blut, Tod und Verderben. Und gucken wir mal, was passiert. Ja, da liegen sie alle. Amoklauf wird immer schlimmer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Mann, das sieht ja hier aus. Okay. Puh. Hab gerade gefrühstückt und bin auch so ein bisschen voll gefressen. Und muss mir dann hier sowas angucken. Naja. Hab das Gefühl, ich werde hier gleich auf Widerstand stoßen, weil es alles ziemlich ruhig ist bis jetzt. Ich weiß nicht so richtig, wo ich hin soll. Ah doch, jetzt weiß ich's. Der Ausgang ist auf der anderen Seite. Suchen wir einen anderen Weg durch. Natürlich. Wieder einen anderen Weg. Suche einen anderen Weg zum Ausgang. Rennen kann ich auch nicht. Waffen raus. Jetzt kann ich wieder meine Waffe nehmen. Revell erledigt. Wir sind durch. Das Tor ist offen. Wir können hindurch. Augen auf. Ich will mal wissen, was das mit dem Zaubertrank auf sich hat. Da unten rechts im Bild. Der heilt ja irgendwie sofort alles. Aber irgendwie habe ich den gerade nicht. Weil ich den ja schon mal verwendet habe und ich weiß nicht, wie man den bekommt und wo der genau herstammt. Scheiße! Keine Ahnung. Wir kriegen Ärger. Keine Angst. Seid ihr lieb zu mir, bin ich lieb zu euch. Oh, jetzt verpisst euch! Meint er mich? Lass sie ab! Halt die Augen auf. Vielleicht sind da noch mehr. Oh, jetzt verpisst euch, sagt er. Hier, nimm den Koffer. Was ist das für ein Typ? Die Werbeikonen damals. Meine Güte, schieß ich bekloppt. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht lange wach. Hab gerade gefrühstückt und dann schieße ich noch so ein bisschen bescheuert. Ich muss jetzt mal wieder reinfinden. Das ist wie für ein Da oben, Riesenofen. auf dem Generator. Alles klar, Scheiße. Generator oben. Ich weiß sofort Bescheid, wo sie meint. Wenn sie sagt, da oben Generator, weiß ich sofort, wo ich hinschießen muss. Ich kenne mich ja hier aus. Ungefähr gar nicht. Ei! Ei! Ach, den Generator, da meint sie. Alles klar, oder?
erstmal in Deckung gehen ein bisschen. Es war nämlich gerade wieder haarscharf am Verrecken. Rebellenanführer erledigt. Gut, der ist erledigt. Aber man stirbt echt schnell hier in dem Game. Wir sind fast da. Hoffentlich ist wir unterwegs nicht mehr abgelenkt werden. Man hat keine große Lebensenergie hier. Der ist schon etwas länger tot. Zum Krankenhaus geht's hier lang. Gut. Oh, die hat Muckis, die Kleine. Wohin? Und da lang? Ich könnte ja mal auch mal wieder meine... Ach nee, die habe ich gar nicht. Ich dachte, meine Drachenschreiwaffe, wie ich sie getauft habe. Hier lang. Yippie, 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 yeah. Endlich wieder am Tageslicht. Aber wo sind denn die Halbblüter? Was ist es? Mit wem spricht Percival da? Niemand. Irgend so ein Typ von der Straße. Los jetzt. Nicht mehr lange und die Lykaner sammeln sich und kommen zurück. Sieht aus wie so ein Herumtreiber. So ein Vagabund. Hospital Whitechapel. Jetzt sind wir in einem Krankenhaus. So viel zum Royal Hospital. Kaum zu glauben, dass das mal unser modernstes Krankenhaus war. Diese Patienten wurden misshandelt. Ja, was denn? Ich kann da gar nichts machen, außer so komisch ran. Naja, gut. Hier haben nicht nur die Lykaner gewütet. Die Zeit hat ein Übriges geleistet. Junge Frau, Sie haben da was im Torso zu stecken. Sieht nicht schön aus. Da gibt's wieder was Interessantes zu sehen. Ja, ein Blatt Papier mit Kaffeeflecken, wie ich es schon so oft entdeckte. Rau. Clarkson. Tja, keine Ahnung, wer das ist. Kein Plan. Gehen wir mal weiter und schauen mal, was es hier noch so gibt. Aha, da geht's weiter. Ich bewege mich schon wieder so schleichend. Hey, Mann! Ist ich. Hast du was gehört? Wir haben Gesellschaft. Ich bin schwer, da hat wer was gesagt. Ah, jetzt habe ich meine... Primäre Waffe. An diesem Krankenhaus könnte man anders sein, als wir dachten. Hallo. Sollten wir weitergehen. Was ist denn das für ein Stuhl? Hier für Getränke oder was? So eine Halterung. Weil Beine passen da nicht zwischen. Guten Abend, schönen Abend. Gray, einer sollte den Keller durchsuchen. In Ordnung, ich gehe nach unten. Mach ich. Okay, ich gehe hier lang. Melde dich, sobald du etwas findest. Ja klar, ich rufe dich an.
oder melde mich per WhatsApp oder Facebook. Puh. Herunterspringen. Ach, immer irgendwo runterspringen. Es geht doch auf die Gelenke. Siehste? Der hechelt ganz schön, der junge Mann. Gute. Melde dich. Wirklich jung ist er auch nicht. Im Keller ist der Strom ausgefallen. Ihr ebenfalls. Geh vorsichtig weiter. Jetzt wird's ein bisschen gruselig. Ich grusel mich zumindest etwas. Was gibt's hier? Irgendwelche Folterinstrumente? Ah, Skelette! Oder einfach nur ein sehr dünner Mann. Ja, da wackelt das Gebein. Wer liegt denn da? Gehen wir mal gucken. Ich glaube, ich habe hier noch mal Easy. Ich kann dich kaum verstehen. Das würdest du dir mal ansehen. Easy. Ganz normales Krankenhaus-Equipment. Wurden hier bestimmt irgendwie so ein bisschen verrückter gemacht, als sie überhaupt schon waren. Überall diese tragbaren Toiletten hier. Wie nennen sie sich? Ente? Nee. Mobile Kloschüssel, sage ich mal. Für den kommt jede Hilfe zu spät. Wer singt denn da so gestört im Hintergrund? Oh Mann, oh Mann. Da liegt doch einer. Hallo? Sir? Sir, ich hol sie da raus. Aber ich kann ihn hier irgendwie nicht rausholen. Ich kann die Klinke so ein bisschen anleuchten. Vielleicht schmilzt sie ja. Naja. Ich komme auf ihn zurück. Hallo? Hallo? Da hält einer sein Mahl. Das ist ja übel. Okay, die Folge ist schon wieder vorbei. Wir haben hier gerade einen netten Menschen beim Abendmahl gestört. Ich werde mich auch gleich persönlich bei ihm entschuldigen. Und ich sag...